Liebe Gemeinde, dieses Jahr ist besonders die Fastenzeit. 40 Tage wie immer, aber ihr seid ja gescheit. Quarantäne nimmst du das Wort beim Sinn. Es heißt das Gleiche, 40 Tage, schau hin. Führt Quarantäne in eine neue Zeit? Wir dürfen es hoffen. Macht euch bereit. 40 Tage bis Ostern, bis zu einer neuen Welt. Während dieser Tage hat sich mancher gequält. Verzichten bekommt eine neue Dimension. Was wir wirklich brauchen, wir merken es schon. Doch leider bringt dieses Virus viel Leid. Dem, der krank ist, der stirbt, der trauert, auch heute. Ich fühle mit allen und denke an sie. Es ist hart anzunehmen, gerade merken wir, wie. Dieses Jahr predigt die Politik. Hören wir zu, so wie es sich schickt. Der politische Aschermittwoch ist sonst Tradition. Dauert dieses Jahr bis Ostern, ihr hörtet es schon. Das Virus hat allerort Not gebracht. Viele Menschen haben Sorgen Tag und Nacht. Viele Tote, viel Leiden, die ganze Welt ist betroffen. Ob wir es überwinden, es bleibt uns zu hoffen. Bleibt zu Hause ist das Gebot der Stunde. Dennoch ist Solidarität in aller Munde. Beistand, Hoffnung und Trost zu geben, steht ganz oben in vieler Leben. Wir konnten die Wunder im Alltag nicht erkennen. Lasst mich nur zwei Beispiele nennen. Früher waren wir unterwegs, egal ob 10 Leute oder 4. Heute sind wir froh im Laden über Toilettenpapier. Ich habe ein neues Wörterbuch begonnen. Ausgangssperre, Quarantäne, mein Wortschatz hat gewonnen. Weniger Dreck, sauberes Wasser, frische Luft, riechen wir draußen den Frühlingsduft. Wir haben viele Warnungen ignoriert. Musste das sein? Jetzt ist dieses passiert. Hat die Welt einen Warnschuss bekommen? Ist uns das Paradies am Ende doch nicht genommen? Ich lade euch ein, es heute zu erleben. Geht hinaus, genießt den Garten Eden. Werden die Satelliten, die die Erde erkennen, sie vielleicht gar noch einmal schöner nennen? Ein Mädchen aus Schweden im letzten Jahr wurde ignoriert von den ganz großen gar. Doch was es ist, was wir können entbehren, ein kleines Virus tut's uns grad lehren. Die Pfarrer sagen in der Fastenzeit, betet, fastet, macht euch bereit. In der Corona-Zeit, in diesem Jahr, predigen andere und es wird klar, Abstand, zu Hause bleiben, verzichten, das ist nötig, nur so können wir es richten. Die Fahrschule lehrt, Abstand 50 Meter. Für die Gesundheit brauchst du 2, das weiß heute jeder. Selbst der Präsident hält eine Rede. Haltet jetzt Abstand, umarmt nicht jede und jeden. Frau Merkel hat auch klare Worte gefunden.
Es ist ernst. Ernst nehmen hilft jetzt beim Gesunden. In Bayern, Herr Söder, der ist da noch strenger. Der Friseur selbst hält Abstand, 1,50, nicht weniger. Gott sei Dank ist Corona nicht im Oktober gekommen. Wer hätte denn sonst einen Maßkrug genommen? Oder hat die Welt eine Chance verpasst? Ein Bierglas am Selfie-Stick, das hätte gepasst. Ich denke, der Blick nach China wäre unumwunden, nicht hilfreich gewesen, da hätten sie keine Lösung gefunden. Herr Trump sagte Fake News, als das Klima sich wandelte. Nur gut, dass bei Corona im März er schon handelte. Ich vermute, doch fast in dieser Lage haben die Amis noch Glück dieser Tage. Alles, was wir sonst selbstverständlich genommen, ist ein bisschen in diesem Jahr nun verronnen. Wie schön, wenn die Sonne geht auf oder unter. Die Schönheit der Natur, sie ist doch ein Wunder. Wir sehen unsere Sehnsucht bewusster nochmal. Wie wichtig ist manches, wie wird's ohne Schal. Die Sehnsucht nach Nähe ohne Lücken, im Kaffeehaus sitzen, sich einfach kurz drücken. Wie tief ist die Sehnsucht nach diesem Tag, an dem das alles wieder normal sein mag. Und plötzlich wird es uns neu bewusst, was eigentlich jeder längst hat gewusst. Wie kostbar ist doch ganz einfach das Leben. Wir denken an den, der es uns hat gegeben. Der Herrgott, so meine ich, er will uns was lehren, will Solidarität und Bewusstheit vermehren. In die Grundschule des Lebens schickt uns diese Zeit. Wir lernen Mitgefühl, Liebe und Mitmenschlichkeit. Sind wir ein Stück bessere Menschen geworden? Ich denke doch sehr, es geht um unser Morgen. Das Miteinander stärken, statt nur auf sich sehen. Gemeinsam, so können wir diesen Weg nur gehen. Wie eine große Familie ist unsere Welt. Alle Menschen gemeinsam, das ist es, was zählt. Alle zusammen sind Schwestern und Brüder, Kinder eines Gottes, so denke ich darüber. Ich meine auch, dass wir uns alle brauchen. Wir gehören zusammen. Es gibt kein Weg tauchen. So ist meine Sorge auch ein bisschen die deine. Mein Planet genauso, also halten wir ihn reine. Wir haben Verantwortung, einer für den anderen. Lass sie uns leben. So kann sich was wandeln. Wir haben gelernt, immer wieder zu danken, den Pflegern, den Ärzten und auch vielen anderen. Die Frau, die im Supermarkt füllt die Regale, plötzlich sehen wir all ihre Mühsale. Es gibt jenseits des Egos noch einen Weg. Gemeinsamkeit heißt er, klingt doch nicht schräg. Corona bringt Chancen zum Neubeginn. Genauso wie Ostern, es ist ein Gewinn. Deshalb passt das Kirchenfest gerade so prima. Vielleicht bringt's uns ein Auferstehungsklima. Nach Corona kommt Ostern. Das wissen wir Christen. Die Not hilft erkennen, was wir tief in uns wissen.
Gott ist allmächtig. Er wird uns führen. Er ist der Herr auch über die Wirren. Dazu noch was, es ist nicht viel, nur ein kleines Buchstabenspiel. Das C von Corona gibt der Krankheit den Namen und allen Viren, die mit ihr kamen. Das O, das kommt an zweiter Stelle, ganz unbeachtet, doch es ist eine Welle. Mit O beginnt das Osterwort. Wo gibt es Hoffnung, wenn nicht dort? Ostern heißt immer auch neu beginnen. Lasst uns, wenn die Regeln fallen, wieder beginnen. Lasst uns gemeinsam mit neuem Mut der Welt zeigen, was ihr tut gut. Es ist eine Chance, das Paradies zu erleben, wenn wir gemeinsam nun alles geben. Mit der Mutter Erde gut achtsam umgehen und untereinander freudig zusammenstehen. Die Auferstehung ist hier, das neue Leben ist jetzt. Bleiben wir stehen, es gibt nichts, was uns gerade hetzt. Ostern, ein Weg, die Angst zu besiegen. Denn das Leben geht weiter. Das Gefühl dürfen wir kriegen. Ostern ist Hoffnung, endlich neu werden zu können. Nimm die Zeit für den Deinen, das darfst du dir gönnen. Auf Ostern nach Fasten dürfen wir vertrauen. Wir können unser ganzes Leben drauf bauen. Leben wir also diese Tage bewusst. Ich glaube, wir können's, hab's immer gewusst. Ich wünsche uns Segen, dazu reichlich viel. So kommen wir sicher ans ganz große Ziel. Amen. Ich wünsche euch und euren Lieben ein frohes und gesegnetes Osterfest. Möge die Freude des Auferstandenen euch begleiten und euch Mut und Hoffnung schenken.